Hallo, in diesem Video wollen wir uns mit dem letzten Axiom der ZFC-Axiom beschäftigen, dem Auswahlaxiom. Dafür solltet ihr bereits wissen, was die Axiome sind im Allgemeinen und wofür man Axiome in der Mengenlehre braucht. Hier nochmal die Übersicht, das sind alle ZFC-Axiome. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem letzten ganz unten. Alle anderen haben wir uns schon angeschaut, also wir sprechen über das Auswahlaxiom. Starten wir direkt. Was ist das Auswahlaxiom? Es sagt aus, wenn wir eine Menge m haben von paarweise disjunkten nicht leeren Mengen, dann gibt es eine Menge, die aus jedem Element von m genau ein Element auswählt. Also sie enthält genau ein solches Element. Ich mache mal direkt ein Beispiel auf. Also wir haben unsere Menge m und das ist jetzt eine Menge von Mengen. Also die Elemente von m sind wieder Mengen. Sehen zum Beispiel so aus. Und die haben jetzt wieder irgendwelche Elemente. Und was wir jetzt machen ist, mit unserer Auswahlmenge, wir wählen aus jedem dieser Mengen ein Element aus. Zum Beispiel wie folgt, wir nehmen dieses hier, das da, das, das und das. Also unsere Auswahlmenge ist das grün markierende. Und das enthält genau diese vier Elemente. Dieses hier, dieses, dieses und dieses. Man sieht also, dass diese Auswahlmenge aus jedem Element von M, aus jeder von diesen blauen Mengen hier, der, der, der und der, genau ein Element auswählt. Nicht zwei, sondern immer nur genau eins. Äquivalent kann man das Ganze auch mit Auswahlfunktionen sagen. Also sei M eine Menge von nicht leeren Mengen, dann gibt es eine Funktion F von M in die Vereinigung von M, sodass F von einem Element von A ist für alle A aus M. Also F wählt für jedes A aus M ein Element von A aus. Ich male auch das nochmal im Bild hin. Wir haben wieder unsere Menge m. Die hat wieder irgendwelche Elemente und die haben auch wieder Elemente. Und sagen wir mal, dieses hier ist unsere Menge a. Jetzt wollen wir definieren, was diese Funktion f macht. F wählt hier ein Element aus. Sagen wir, das hier ist unser f von a. Das heißt, man sieht auch, f von a ist da vorne im Beispiel ein Element von a. Das heißt, f ist eine Funktion, die aus dieser Menge für jedes a so Elemente aussucht. Das heißt, das ist eine Funktion, die geht in die Vereinigung von m. Zur Erinnerung, die Vereinigung von m ist die Menge, wenn wir quasi hier diese Mengenklammern oder hier diese Kreise weglassen. Also die schmeißt sozusagen alle diese Elemente in eine Menge. Das heißt, das ist so wohl definiert und das ist das gleiche wie die Auswahlmenge, weil wir einfach auch hier für jedes a in m ein Element auswählen. Das heißt, für die anderen Mengen ist das genauso, auch hier wählen wir meinetwegen dieses Element aus und dieses. Ist völlig egal welches, Hauptsache wir wählen immer irgendeins aus. Machen wir mal ein Beispiel. Für endliche Mengen geht es immer relativ schnell. Ich meine, das hat man quasi im Bild ja auch gesehen. Deswegen machen wir mal ein bisschen was Komplizierteres. Sagen wir mal, unsere Menge m ist die Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Das heißt, die Elemente von m sind Teilmengen von der Menge der natürlichen Zahlen. Also das sind einfach immer irgendwelche Mengen von natürlichen Zahlen. Wie wählen wir da jetzt was aus? Ich meine, wir wollen jetzt eigentlich gerne was sagen, sodass wir das allgemein hinschreiben können. Für die natürlichen Zahlen kann man einen Trick machen. Wir sagen einfach, das f von a, also ich schreibe das mal mit der Auswahlfunktion hin, ist einfach immer das Minimum der Menge a. Ja, die natürlichen Zahlen haben eine ganz normale Ordnung. Und wir wählen einfach immer das minimale Element. Wenn wir uns das im Beispiel anschauen, also stellen wir uns mal vor, das hier wäre die Potenzmenge der natürlichen Zahlen und hier sind irgendwelche Mengen drin. Ja, das sind jetzt unendlich viele. Sagen wir mal, das hier ist unsere Menge A und die hat jetzt irgendwelche Elemente. Sagen wir mal, da ist die 5 drin, die 7, die 9, die 42 und die 17. Dann macht das F von A genau das, es schaut diese Menge an und nimmt einfach das minimale Element. Das ist in diesem Fall dieses hier. Also in diesem Fall ist f von a
gleich 5. Was man hier nochmal bedenken soll, da sieht man auch ganz schön den Unterschied zwischen der Auswahlfunktion und der Auswahlmenge. Jetzt kann es ja sein, dass wir hier vorne, dieses hier zum Beispiel, ist die Menge B, sagen wir, und da ist auch drin die 5, einfach nur die 6 und die 7. Dann wählt aber die Funktion f hier auch das minimale Element, das heißt f von b ist auch die 5. Das ist für die Auswahlfunktion nicht weiter tragisch. Wir können einfach das gleiche Element auswählen, weil wir wissen ja, das eine kommt aus a und das andere kommt aus b. Eine Auswahlmenge können wir aber so nicht hinschreiben. Also Achtung, es macht keinen Sinn, eine Auswahlmenge für die Potenzmenge in den endlichen Zahlen hinzuschreiben. Da diese einzelnen Mengen nicht paarweise disjunkt sind, also da die Elemente von der Potenzmenge von n nicht paarweise disjunkt sind. Zum Beispiel hier vorne, die 5 ist ein Element von a und die 5 ist aber auch ein Element von b. Das Problem können wir lösen, indem wir uns nicht die Potenzmenge von n anschauen, sondern indem wir uns sozusagen eine Kopie anschauen. Die sieht im Prinzip genauso aus. Ich male mal einfach die gleichen Mengen wieder hin. Wir haben auch hier diese Elemente. Aber jetzt schreiben wir anstatt der 5, schreiben wir jetzt einfach hier rein, wir nennen das einfach 5, a. Und hier diese hier, die nennen wir 5, b. Das heißt, wir identifizieren jedes Element auch gleichzeitig mit der Menge, in der es ist. Und dann können wir eine Auswahlmenge anschauen, die diese Elemente hier enthält und auch noch hier hinten irgendwelche Elemente auswählt. Denn dann können wir eindeutig unterscheiden, okay, ist das die 5 aus der Menge A oder ist das die 5 aus der Menge B. Also dann geht es. Das heißt, zusammengefasst nochmal, also wenn wir die Elemente, ich nenne das mal einfach künstlich, disjunkt machen, können wir auch eine Auswahlmenge hinschreiben. Wir markieren sozusagen jedes Element mit der Menge, aus der es kommt. Das heißt, für diese Potenzmenge der natürlichen Zahlen können wir die Auswahlfunktion oder die Auswahlmenge direkt hinschreiben. Das Ganze wird ein bisschen komplizierter, wenn die Mengen komplizierter werden. Und was das Auswahlaxiom sagt, ist, dass sowas immer geht. Also für jede Menge, die eine Menge von nicht leeren Mengen ist, können wir immer eine Auswahlfunktion finden. Auch wenn man das vielleicht nicht so direkt hinschreiben kann, wie hier mit dem Minimum. Okay, zum Schluss möchte ich gerne noch eine Äquivalenz einfach hinschreiben. Wir haben in diesem Video nicht die Zeit, das zu beweisen, dass es äquivalent ist. Wer das interessiert, der kann das in meinem Skript finden, das ist auch auf der Homepage verlinkt. Aber ich möchte einfach gerne darauf hinweisen, dass das eine Äquivalenz ist zum Auswahlaxiom, weil das sehr häufig auch in den Mathematikvorlesungen benutzt wird. Also es gibt das sogenannte Lemma von Zorn, das sagt folgendes aus, sei m eine Menge mit irgendeiner Ordnung kleiner gleich, die transitiv, reflexiv und antisymmetrisch ist. Und wir nehmen gleichzeitig an, dass jede Kette in m eine obere Schranke hat. Was heißt das? Ich male das einfach vielleicht mal so auf, also wir haben hier so einzelne Elemente und hier, die sind immer kleiner gleich, das ist kleiner gleich das und hier, das hier könnte zum Beispiel kleiner gleich dem sein und so weiter. Also man kann sich das so ein bisschen hier meinetwegen erstmal wie einen Baum vorstellen, oder wir haben dann hier noch so andere Stränge, ja. Aber ich versuche die Ordnung einfach mal so hinzumalen. Eine Kette ist genau sowas, was quasi meinetwegen so verläuft oder halt so. Also eine Kette zu sein heißt, dass ich sag mal, k Teilmenge von m ist eine Kette. Genau dann, wenn für alle xy aus k gilt, ist entweder x kleiner gleich y
Oder y kleiner gleich x. Können natürlich auch gleich sein. Gilt. Also das ist eine Kette. Und wir nehmen jetzt an, dass jede Kette eine obere Schranke hat. Das heißt, dann gibt es immer noch irgendein Element hier, was größer gleich alle anderen Elemente ist. Wenn wir so eine Menge haben, also wir haben diese Menge m, sodass jede Kette eine obere Schranke hat, dann hat die ganze Menge m ein maximales Element. Also wir finden sozusagen irgendein Element hier ganz oben drüber, was maximal ist. In M. Und diese Aussage ist in vielen Beweisen besonders praktisch. Und für dieses Video solltet ihr euch vielleicht einfach nur merken, wenn ihr das mal seht, das Lemma von Zorn, dann ist das genau ein Punkt, wo man das Auswahlaxiom benutzt hat in dem Beweis, weil das einfach äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben uns das Auswahlaxiom angeschaut, wir haben uns Auswahlfunktionen angeschaut und Auswahlmengen und das Lemma von Zorn zum Schluss.